Ja, wir schalten auch gleich nochmal zum Breitscheidplatz zu Arndt Breitfeld, aber schauen, was einige Stunden vorher passierte, heute Mittag. Da war es nämlich nur eine kleine Runde, die bei der Einweihung des Mahnmals dabei waren. Das waren Opfer, Angehörige, Helfer und Würdenträger aus Politik und Gesellschaft. Nur geladene Gäste durften an dieser Zeremonie teilnehmen. Der Breitscheidplatz war dafür weiträumig abgesperrt. Über allem lag Trauer und es war still, sehr still. Ein goldener Riss im Boden, knapp 17 Meter lang. Die Namen der Opfer auf der Treppe. Stille liegt über dem Platz bei der feierlichen Einweihung des Mahnmals. Die Veranstaltung selbst ist hoch gesichert. Die Bundeskanzlerin erinnert sich an ihr Gespräch mit den Opfern vom Vortag. Es war ein sehr offenes und auch von Seiten der Menschen, die betroffen sind, ein sehr schonungsloses Gespräch, das gezeigt hat, welche Schwächen unser Staat in dieser Situation auch gezeigt hat. Und für mich, und das sage ich für die ganze Bundesregierung, heißt es, daran zu arbeiten, dass wir die Dinge, die nicht gut gelaufen sind, besser machen. Die Veranstaltung ist nicht öffentlich, nur für geladene Gäste. Erst am Nachmittag können auch die Berliner ihre Anteilnahme am Mahnmal zum Ausdruck bringen. Mir leidet die Menschen. Sie hat die Menschen mir leidet. Ich bin Berliner, ich trauere mit, aber ich werde mich nicht verstecken. Ich gehe raus. Und besonders auch an diesem Tag heute herzugehen mit meinen Freunden, um einfach auch präsent zu sein als Berliner. 3 Kilometer entfernt, Gedenkstunde im Plenarsaal des Berliner Abgeordnetenhauses. Der regierende Bürgermeister räumt zum ersten Mal öffentlich Pannen und Versäumnisse vor und nach dem Anschlag ein. Als regierender Bürgermeister bitte ich Sie, die Angehörigen und Verletzten, für diese Fehler um Verzeihung. Ein Tag der Eingeständnisse und der Trauer. Die 12 Namen der Opfer in Stein gemeißelt, zum Gedenken mitten in der Stadt.